Wir sind in Dubai. ...2024 fängt genauso an, wie 2023 aufgehört hat, nämlich mit jeder Menge Action. Und das heißt für uns, dass wir wieder on the road sind. Und ich bin total beeindruckt und ehrlich gesagt ist es auch ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich, weil wir uns heute die allererste Bravos Boutique im neuen Design hier in Dubai am City Walk anschauen. Und es kommt in dieser neuen Boutique so viel Arbeit zusammen, dass ich, wenn ich reinlaufe, eigentlich die letzten 10 Jahre sehe. Und jetzt schauen wir erstmal ein bisschen rein. Hier ist Bravos Dubai. Drin. Hast du schon mal so eins angehoben? Guck mal, hier zum Beispiel die Magneten immer so, dass du es an verschiedenen Positionen nur festmachen kannst. Für meine Monk, für mal so meine deutsche Monk. Ja. Das muss man echt mal fühlen. Du kannst auch die einzelnen Muster immer genau so aufgehoben. Dass sie immer den gleichen Abstand. Oh, ist das herrlich. Oh. Hallo, sehr gerne. Guten Tag, herzlich willkommen beim Haus. Hey. Ist alles magnetisch. Ja, ich weiß, er hat es erfunden. Achso. Das ist geil. What I personally like a lot is that when you remember the first visualization what we get and the design and all the loops what we have, that is so close to our design and system. It's our DNA. It's the DNA of and it's the system. And that is the big change. So with the frame, not to have it like these Waschlappen. So this is the singular best presentation of materials that we've ever had. Yeah, yeah, cool. All done in-house, yeah. Nee, wir bauen es in die Sattlerei jetzt auch rein. Ja, können wir. Oh, hier müssen wir nochmal sauber machen. Ja, ja. Passiert bei der Tasche hier durch die... Ja, da nochmal. Hier müssen wir nochmal ein bisschen nacharbeiten. Ja, ja. Ist so geil fertig geworden. Und dann hast du auch die Nummern. Das ist wirklich ein Riesenschritt nach vorne. Ah. Ja, alles, auch die Dinge sind magnetisch, dass du die zusammenlegen kannst. Das ist die natürlich. Ja, ja. We want to put very little Bravos logos on the windows or every second window. I think one's enough on that main door. On the left part of the door and on the door. Yeah. Start with das brauchen wir auch noch. Für zwischen Werk 1 und Werk 2 hin und her zu fahren. Ladies and gentlemen, the new Bravos. Yeah. Ich würde die Skulptur, Dennis, hier auf den Tisch stellen und auch da würde ich ein ganz kleines Etikett dran machen, wie in der Galerie, was das eigentlich ist. It is very, very clean. Yeah. The danger is, if you put something everywhere, it becomes very cluttered. We kept it like that, so you have some kind of simplicity in here, and not an overload on branding or whatever. Everything should happen on eye level in this area. That was the idea behind it, behind the design. I would include a few more books on design, industrial design. Wenn du doch als Kunde hier sitzt und machst jetzt das. Das ist doch total. Ich hab grad was Schönes gebaut. Das ist ja kreativ, gab's ja noch nicht. Komm, wir gehen mal zusammen zur Toilette. Ich wollte das schon immer machen. Yes. Hey! Guck mal, Herr Picard, eine Bohrmaschine! Alter Motoren, wow. Und guck mal, noch der alte Rulof. Und der Kaiser an der. Rulof und Kaiser an der Nähmaschine und hier der alte Motoren. Guck mal, und Technikbüro links. Hast du gar nicht gesehen. Da oben. Da! Ach du Kacke. Da sitzt du auch da irgendwo. Da kann ich mich dran erinnern. Das haben wir mal irgendwann gemacht. Hier, Tommy, ne? Ich meine, Tommy sieht in 50 Jahren genau noch so aus. Straßburger müsste das sein. Ja, nicht Straßburger. Und da hinten sitzt du dann. Und da saß Uli hier hinten. Ja, genau. Also, wir haben auch eine Toilette auf der Toilette, aber ich will die Collage auch eben. Weil die Idee dahinter war ja, dass du auf Toilette gehst und das erlebst. Gefühl hast, du bist bei jemandem zu Hause, der noch seine intimen Bilder irgendwo hängen hat und entdeckt nochmal mehr. Wir brauchen noch intime Bilder vom Jörn. Nee, aber das ist ja genau der Effekt. Also, das Leute. Das ist so ein Nankini, ne? Ja, hier, das hier kommt schon gut, oder? Wir sind sogar am Strand in Slow-Mo.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig platt. Hier kommt so viel Arbeit der letzten Jahre zusammen. Und das sehe ich, wenn ich hier reinlaufe. Das ganze Interieurkonzept, der ganze Content, Hardware und Software, des Konfigurators, Schriftzüge. Wir haben uns, ich meine, man kann es sich ja nicht vorstellen, wir haben uns über jedes kleinste Detail jetzt 2,5 Jahre wieder Gedanken gemacht. Und jetzt hier reinzulaufen, ist echt was Besonderes für mich. Es ist die coolste Boutique, die wir je gebaut haben. In 50 Jahren. Jetzt ist soweit. Wir kommen zum finalen Check der Boutique. Der Aufbau ist in vollem Gang. Innen wird vorbereitet, außen wird vorbereitet, das Auto steht. Und es sind echt ein paar richtig lange Tage gewesen. Wie viele Tage sind wir jetzt hier? Das sind schon 3 Tage. Vierter Tag, glaube ich. Ja, dritter Tag. Vierter Tag. Und jetzt ist es heute Abend endlich soweit. Wir werden ungefähr 150, 200 Leute kommen. Gäste, die wir eingeladen haben. Presse, Blogger, Influencer, Kunden natürlich, Partner aus der Region. Ich glaube, es wird richtig voll. Ja, auf jeden Fall. Das wird echt, echt voll sein. Deshalb haben wir auch ein 2-Tages-Event draus gemacht. Heute Abend und dann eben morgen auch noch mit einer kleinen Überraschung, wo wir die Leute mit aufs Wasser nehmen. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen gucken. Ach, guck mal, wir haben ein paar schöne Autos dabei. Rocket Air in Gelb. Jetzt mal ganz im Ernst. Wow. Ist das nicht geil? Ich will immer mehr farbige Autos bauen. Bitte, ja. Natürlich wird irgendwie eine Brabus Weltpremiere immer auch schwarz sein. Ich finde es extrem gut, dass wir inzwischen fast immer 2 Autos zeigen. Du kannst an farbigen Autos einfach immer die Form besser zeigen. Ja, total. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Konfi gehört habe, wusste ich nicht, was auf uns zukommt. Das ist mal wieder der Beweis dafür, dass das Ding einfach monstergut aussieht und Farbe einfach irgendwie Thema ist, was immer mehr kommen wird in den nächsten Jahren. Und 6x6 haben wir auch dabei draußen, die 2 Autos, die wir aufstellen. Ist auch ein bisschen was Spezielles. Ist deshalb was Spezielles, weil es ein ganz besonderes Interieur hat. Man kann es, guck mal, ein Bremssetter, dann kann man es schon ein bisschen erahnen. Also sieht man ja auch. Boah, guck mal. So, komm, wir gehen mal rein. Can you please take the content, the first piece from the showroom and the second piece, the reveal trailer, with full sound and show us, just to see it? Thank you. So exactly that we would do tonight. Yeah. Okay, yeah. Genau. Ja, aber erstmal angucken wir. Ja. Mal, was er machen, die Lichter aus. Das ist immer das Gleiche. Du hast halt immer bei diesen Events, hast du immer Medialeute. In dem Fall jetzt natürlich noch mit einer heftigen Sprachbarriere. Und die müssen einfach verstehen, was wir abspielen wollen. Dann denkst du, das kann doch nicht so schwierig sein. Warum brauchen wir eine Generalprobe für 3 Videos abspielen und 3 kurze Ansprachen? Genau deswegen. Ladies and gentlemen, welcome to this brand new Brabus Boutique here at City Walk Dubai. First and foremost, we have VIP customers in the room. Thank you for spending this special evening with us and of course for being loyal to our brand and for supporting us here in the UAE. So much. Also, there are members of the international media from the UAE, Great Britain, the USA, Germany and many other places. Thank you for being with us. Habe ich irgendwen vergessen? Wir haben welche aus den USA da. Die USA habe ich, England habe ich, Deutschland habe ich, Asien irgendwas. Frankreich haben wir sogar. Germany, France, okay. Hier der Antoine, der das Modell macht. Sag mal, sollen wir die Architekten erwähnen? Ich will wirklich auf den Showroom, nicht auf den Prozess, aber auf die Beteiligten eingehen und dann haben wir alle, glaube ich. Es sind ja nicht viele. Oh, Julian, da kommt das gerade. This is the aluminum art piece? Ja, yeah. Oh. Oh, wow. Das ist richtig geil. Das ist etwas, auf das ich lange gewartet habe, und zwar eine Skulptur von einem Künstler aus Frankreich, mit dem wir zusammenarbeiten, den ich vor, ich glaube, 1,5 Jahren mal kennengelernt habe. Antoine Dufillot, dear Antoine, best regards from the new Brabus Boutique at City Walk Dubai. And it's, of course, a sculpture of the Brabus Rocket 1000 that we're presenting today. Antoine, thank you very much. Okay, fine. So and then afterwards, just we probably will continue. From the positioning, so you know where you are, kind of yeah, thing. Yeah, yeah, yeah. With Constantine, you will be in this area. We're listening. Because it's easy for you to access this area, so it's more pleasant because it's going to be very full. Right, so we want you close, kind of thing. Right. So. You introduce me, I come up to you, and we do the first bit together. So I would love to come on. Beautiful. Cheering. Hopefully. Brabus Fusselrolle machen. Boah, das ist absolut geil. Das wäre gut. Kannst du bestimmt mit der hier, mit Teddy, kannst du eine. Können wir die dann in den Merch? Kannst du schon wieder eine schöne. Nee, guck mal hier, bleib ich bei. Schätze dann, guck mal. Meine ganze Kamera wieder dreckig, so kann er nicht bleiben, Junge. We're launching the boutique and we're launching the Rocket 1000, so it's kind of a big day. We're trying to shoot a video, but as you guys can see, there's too many people around and it's utter chaos, as always at Brabus. We do so many things.
that are different each and every day, that it's more difficult for me to actually get excited about something, really celebrate it, instead of just going 1, 2, 3, 4, 5 and just, you know, hammering away at tasks and things. So just to stopping in the middle, looking at it and going, wow, this is something that we have never done. And I had that moment on the first day when I came here, to be honest. Yeah. I walked in and it was really, really special. Du hast so, Sven, hi. Okay, super. Danke. Aber ich habe gehört, die haben einen neuen Brabus Rocket dabei. 1000 PS, guckst du dir mal an. den will ich haben. Ist gar kein Motor. Das ist wie so ein Flintstone-Mobil, da kannst du 1000 Füße hassen. Guck mal, Rocket 1000, ich sage euch schon mal wirklich mal. Unlike anything we've ever built, 1820 Newtonmeters of torque. Wie die Touristen. Ein paar Leute sind schon da, ne? Ja, viele. Tolle Leute. Ich bin jetzt echt gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt. Ja, ist auch nicht mehr so lang, ne? Lass mal gucken. Also ist ja Dubai, da kommen alle ein bisschen später. Wenn man nach 6 Uhr einlädt, kommen alle um 7 oder um 8. Insofern gehen wir jetzt erstmal entspannt rein. Gucken uns mal an, was läuft. Now, ladies and gentlemen, welcome to the brand new Brabus City Walk Boutique here in Dubai, in the UAE. I'm really, really happy to be able to welcome all of you. Den Eröffnungstag haben wir überstanden. Es war ein ziemlich bewegender Tag, es war ein spannender Tag. Ich glaube, es ist ganz, ganz viel passiert. Unglaublich viele Menschen, mit denen ich, man hört es auch in meiner Stimme, ganz, ganz viel gesprochen habe. Total viele neue Projekte, die sich anbahnen. Am Ende ist immer das Gleiche. Wenn du etwas tust und dann auch präsentierst und es gut machst, ich glaube, heute haben wir es ordentlich gemacht mit der Boutique, auch mit dem Rocket 1000, ergeben sich sofort neue Verbindungen. Das Team hat unglaublich viel gearbeitet an dem Thema. Deshalb auch an der Stelle ganz wichtig nochmal Dankeschön, liebe Leute. Und dann nochmal sowas fertig zu haben, an dem wir ganz lange gearbeitet haben. Und das sehe ich, wenn ich da reinlaufe. Ich sehe, wie das alles zusammenkommt. Jetzt will Millie was anderes. Die Musik ist aus. Okay, jetzt machen wir die Musik wieder an. Baby, mach die Musik. Und deshalb muss ich jetzt weg. So, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart, aber wir sind jetzt erstmal weg. Bis dahin. Ja. Gestern so viel geredet in diesem lauten Laden. Einer der bekanntesten Supercar-YouTuber. I truly love cars. I am with Stradman. The love chest, right? You meet a Ferrari guy and they just have this snobby feel about them. Not all Ferrari guys, just some. I have a Ferrari. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir stecken viel Arbeit in die Videos auf diesem Kanal und deshalb wäre es toll, wenn ihr das Team belohnen könntet, indem ihr das Video liked und den Kanal abonniert.